So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Herzlich willkommen heute von einer neuen Karte, beziehungsweise sind wir schon einmal vor langer, langer Zeit gefahren. Sie nennt sich Wankendorf Version 2.5 und ja, ich habe den Wunsch erhalten, mal mit dem Line City zu fahren, habe auch noch einen weiteren Wunsch bekommen, irgendwie mit dem tschechischen Bus zu fahren, das machen wir auch noch irgendwann mal. Erstmal werden wir mit dem Line City fahren. Ich habe mir passenderweise heute mal ausgewählt auf Wankendorf. Wir stehen hier auf dem Betriebshof noch und fahren gleich einen Fahrplan, der noch nicht aktiviert ist, denn wir fahren erstmal noch zur Starthaltestelle. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Schmeißen das Ding an. Ziel. Ziel 1. Jo, Ziel 1, Betriebsfahrt. Line City Basic Repaint und ja. Performance ist scheiße gerade. Durch Fraps. Ansonsten, die Karte läuft wunderbar. Ich habe wirklich konstant 30 FPS. Also so viel wie nur geht bei mir. Die Karte ist echt geil. Ich fahre sie super gerne. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt abkackt hier mit Fraps. So. 35 sollen wir abfahren. Hilfszeile habe ich erstmal aus. Mal gucken, vielleicht werde ich sie nachher nochmal einschalten, wenn ich Hilfe brauche. Ja, also wir fahren die Linie N2 schon mal, für alle, die es wissen wollen. Die wird ungefähr 45 bis 50 Minuten dauern. Plus mein ganzes Gelaber hier noch. Heißt für uns also, wir werden eine dreiteilige Fahrt hier sehen. Ja, ich gebe das nachher ein. Ich bin die Tour schon mal gefahren. Da ist mir allerdings der Kollege gefolgt, obwohl ich den abgelöst habe. Sehr, sehr seltsam auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht passiert. Ansonsten kommen wir eigentlich an allen wichtigen Haltestellen hier vorbei in Wankendorf. Kleiner Überlandabschnitt ist natürlich auch noch mit dabei. Und erstmal einen Fahrplan annehmen, würde ich sagen. Da. So, jetzt stand nicht. Ich löse irgendwie einen Wagen ab. Das ist ein bisschen blöd. Ne, ne? Route 2. Wir fahren nach Pappelwiese, ne? N2, N2, Pappelwiese. Gebe ich direkt auch mal hier ein. Nachteule, Pappelwiese. Da ist er. Über Deichstraße. Über Kleinramina. Genau. Also finde ich wunderbar. Diese Matrix echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Joa. Also an der Matrix hier halt, ne? Das hier immer über so und so, das gefällt mir richtig gut. So, Licht ist angeschaltet hier, dieser Monitor, sehr, sehr schön. Würde ich mir auch mal für einen Citaro wünschen und beim Solaris kriege ich den auch nicht installiert irgendwie. So, noch eine Minute. Steckt eh keiner ein. Nein. Ah, Screenshot, ich weiß nicht, machen wir erst später. Fürs Thumbnail. So, auf geht's. Ansagen ist natürlich mit dabei von Mozart, funktionieren hier Auto ganz automatisch. Muss ich nicht irgendwie, auch wenn ich eine Haltestelle überfahre, muss ich nicht irgendwie Q drücken. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Nächste Haltestelle, Neuhofen Schardreieck. Ja, und der Bus zieht auch richtig gut. Rechts der Betriebshof. Hier fahren nicht viele Fahrgäste mit, also ihr könnt euch schon mal auf ja, eine ziemlich entspannte Tour einstellen. Nächste Haltestelle, Neuhofen Marktplatz. Ich bin die Linie so erst einmal gefahren gestern. Ich bin aber die ganzen Tageslinien schon sehr, sehr oft abgefahren. Wankendorf, eine meiner Lieblingskarten. Denn sie hat so eine entspannte Atmosphäre. Hier ist nicht besonders viel los und das ist eine schöne Kleinstadt. Beziehungsweise es soll ja eigentlich eine Großstadt sein. Hier aus dem Norden.
Schleswig-Holstein oder Niedersachsen oder sowas. Ich habe einfach mal reales Wetter Lübeck ausgewählt. Oh, da will jemand mit, oder? Nee. Ist egal, ich höre trotzdem an. Ja, das ist der Bus von innen, ne? Sehr, sehr schön, Line City DTF. Hier könnt ihr den Motor ein- und ausschalten. Also hier ein, da aus. Oder auch nicht. Ach so, ja. Erstmal neutral, Feststellbremse. Könnt ihr hier wieder den Motor anschmeißen. So, Abfahrt. Münchner Kennzeichen noch. Nächste Haltestelle, Neuhof-Drosterstraße. Jo. Also falls jetzt hier gar keiner einsteigen sollte, die Optionen sind schon perfekt, denn wenn ich, Nächste Haltestelle, Neuhof-Gartenzentrum. Wenn ich Linie 2 fahre, sind die Busse wirklich richtig überfüllt und auf manchen Linien eben nicht. Und hier in der Nacht fahren nicht wirklich viele mit. Wir fahren nach dem Fahrplanwechsel hier. Heißt also, hier gibt es gar keinen Bahnverkehr mehr. Nächste Haltestelle, Neuhof-Lindenplatz. Neuhof-Lindenplatz war früher auch Neuhof-Bahnhof. Vor dem Fahrplanwechsel. Ihr müsst auch eine andere Hofdatei auswählen für den Fahrplanwechsel. Oh, jetzt habe ich wieder nicht den Steam-Chat ausgestellt. Jetzt seht ihr also immer wieder unten die Einblendung. Und wenn ich angeschrieben werde, dann seht ihr das auch, wenn ich das nicht überdecke nachträglich. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So, spulen ein bisschen vor. Eine Minute. Und es will keiner mit, doch der will mit. Hallo. Hallo. Jo. Keiner da. Die Straßen sind schon leer. Wir sind schon mal den Advents-Shuttle gefahren im Solar Sobino 15. Ja. Könnt ihr euch auch mal reinziehen. So, jetzt Vollgas, Kickdown. Fernlicht. Also ich fahre hier mit konstant 20 FPS gerade. Oh, jetzt werde ich angeschrieben. Na toll. Ja, schön. Schön, Nico. Hätte ich den Chat mal bloß ausgestellt, ey. Da muss ich natürlich gleich mal antworten an der Haltestelle. Ne? Ich nehme das Video sogar an dem Tag auf, wo ihr das dann auch seht. Da schreibe ich mal kurz zurück. So, das werde ich wahrscheinlich überdecken, mal gucken. Wenn ich es schaffe. Jetzt kriege ich hier noch Fragen gestellt, Leute. Jetzt geht es richtig los. Nächste Haltestelle, Wettruper Straße. Mit Facecam. Mit Facecam, na, so weit kommt's noch. Jetzt gibt's ja meine Standardantwort, die ich auch sonst unter den Kommentaren immer schreibe. Nö. So, wir kommen schon wieder nach
Spangendorf. Och Mann. Ja, mach du doch. Wieso ich keine Facecam mache, weil das keinen Spaß macht. Dazu braucht man erst ein bisschen mehr Abonnenten, finde ich. Gemdorfer Allee, die Ansage fällt aus. Mach du doch erstmal. Also mach du doch erstmal. So ist grün, ne? Ja. Also nächstes Mal weiß ich Bescheid, muss ich den Chat ausstellen. Habe nicht so viele Abos, ist doch egal. Habe nicht so viele Abos. Viele habe ich auch nicht. Oh, ist 264. Nächste Haltestelle, Güldenstraße. Wovon es vielleicht 10, 20 Stammzuschauer gibt. Ne? Für die macht man das ja dann eigentlich. Nächste Haltestelle, Stadtfriedhof West. Wir machen eine Pause, Stadtfriedhof Süd. Da steigen immer viele Leute ein und dann geht das. Okay, bei 300 Abos. Du hast 263. Ich dachte, ich habe 265, hat er mir vorhin angezeigt. Also ich will jetzt hier auch noch nichts verraten im Let's Play. Bei so einem Privatchat. Fresse da hinten. So, antworten wir mal nochmal. Joa, ich würde sagen, ich spule das ein bisschen vor. So. Noch ein bisschen was? Jo. Auf geht's. Nächste Haltestelle, Weidenweg. Oh yeah, kick down. Bin ja mal gespannt, was in nächster Zeit noch so rauskommt an neuen Karten. War ja in letzter Zeit eher nur so Bad Kinzau, was mir nicht so gefallen hat. Und Neustadt habe ich mir auch nicht runtergeladen, weil ich finde, ich will da jetzt nicht so viel versprechen. Da fahre ich lieber auf Wankendorf. Und, naja, ich baue momentan ja selbst ein bisschen an meiner Karte. Ich fahre nicht so viel. Oder eigentlich fahre ich schon viel, sagen wir es mal so. Ich muss das erbauen, das braucht ja immer so viel Zeit. Auch eine Haltestelle, wenn man eine Haltestelle bauen will, dann brauche ich echt sehr, sehr viel Zeit für. Und deswegen ist das immer so ein bisschen mehr Nebensache, so wenn ich mal viel Zeit habe. Dann baue ich immer ein bisschen an meiner Karte weiter, ne? Die ja vielleicht auch Ende des Jahres noch erscheinen wird oder so. Mal gucken, oder vielleicht um Mitte des Jahres. Erstmal freuen wir uns ja alle auf Telto. Am 28. Mai ist es ja soweit, es sei denn, ich verschiebe das mal wieder zum 100. Mal, aber... So, was sind denn die nächsten Haltestellen? Luisenstraße, Tombowstraße und Stadtgymnasium. Was sollen denn hier 30? Hier kommt doch kein Mensch. Ich glaube, das brauchen wir in der Nacht auch nicht beobachten. Beziehungsweise beachten. Beobachten muss ich die Schilder auch nicht hier, das 30-Schild, das beobachte ich überhaupt nicht. Und beachten schon gar nicht. Hier wieder 50 auf einmal. Sehr, sehr seltsam auf jeden Fall.
sieht nur so aus, als ob ich nun nicht mehr angeschrieben werde. Nächste Haltestelle, Tom-Brock-Straße. Sehr gut. Oh, hier haben sie ein bisschen besoffen, eben die an der Ampel standen. Und der Zwangendorfer Krankenwagen, juhu. Stadtgymnasium machen wir wieder unsere Pause. Nächste Haltestelle, Stadtgymnasium. Haben wir nicht gesehen. Alles klar, wir spulen noch ein bisschen vor. Und ich höre immer noch keiner mit ihr. Also kann man den Nachtbus auch abschaffen hier für einen Fahrgast. Der kann auch ein Taxi nehmen. Oder wir lassen hier so einen kleinen Bus fahren. Nächste Haltestelle. Müllerstraße. Müllerstraße. Also zum Marktplatz haben wir auch nochmal Pause, 4 Minuten. Und Vollmond, Vollmond. Nice. Der rennt unten auf der Straße rum hier. Nächste Haltestelle, Bismarckplatz. Von Montag bis Freitag ist das hier die Endhaltestelle der Linie 5, immer zwischen Bismarckplatz und Rathaus. Könnt ihr natürlich immer Linien wünschen, auch von dieser Map hier. Ich habe die Version 2.55. Und sie macht mir wirklich Spaß. Nächste Haltestelle, Osnabrücker Straße. So. Hier versteckt sich immer gerne jemand, genau. Da war er. Das finde ich immer nicht so gut hier. An der Haltestelle. Der Krankenwagen nervt. Ja, wollen Sie hier zu Ostern sich hier verstecken oder was? Kann ja wohl nicht sein, Ostern ist zu Ende, wir haben Mai. Nächste Haltestelle, Bremer Straße. Das sind ja scheiß Krankenwagen hinter uns. Na gut, wir halten gleich an.